Herzlich willkommen im Jahr 2023. Mein Name ist Kip Supernova und das erste Spiel, das wir in diesem Jahr spielen, ist natürlich Splatoon 3. Und es gibt noch etwas, und zwar alle guten Dinge sind 3. 2023. Es gibt 3 Teams auszusuchen beim Splatfest, beim ersten Splatfest 2023. Und zwar Ende dieser Woche, oder Ende nächster Woche, wenn wir heute Sonntag haben. Na, ist auch egal. Und wir spielen dann danach auch 3 Runden Splatoon 3. Viel Spaß! Zuerst die News. Wer hört mir? Wer ist... Für euch und für Splatville ist es live. Ach, die sprechen so schnell für mich. Wundervoll, dann wollen wir mal überall und nirgendwo. Frisch reingekommen und super wichtig. Nanu, was bringt denn... Es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit für Splatfest. Oh, Splatfest ist immer gut. Yeah! Party! Und was ist das Thema? Was ist das Thema? Sag schon. Ich hab's. Das Thema lautet... interessant. Wirklich interessant. Jetzt sag schon, oder... Ganz ruhig. Ich bereite mich nur vor, Liebe Hörerschaft, wir präsentieren das offizielle Thema des Splatfest ist Trommelwirbung, BÄM! Scharf, süß und sauer. Vom 7. bis zum 1. Januar. Klasse! Was ist dein Lieblingsgeschmack? Zu unserem köstlichen Teams zunächst das peppig brennende T-Shirt. Vom Brennen flennen mag ich. Ihr könnt nicht lesen, was der da sagt, gell? Ich mache mich mal weg. Wobei mir eigentlich ziemlich egal ist, was ich kriege. Hauptsache gut gegessen. Und vor allem gratis gegessen. Klaust mir ja ständig das Zeug, Muri. Moment. Dann hast du mir meine Crispy Cracks mit Wasabi-Geschmack weggefuttert, Muri. Gar nicht. Die Schärfe ist doch das Allerbeste. Davon kriegt man doch nie genug. Aber bei deiner Vorliebe für Süßes verstehe ich das. Problem damit, der ist super, mein Kaffee. Wie eine Pralinenpackung zum Trinken. Die reden zu schnell. Ich kann das nicht alles vorlesen. Die reden zu schnell. Igitt, du fängst ja voll an zu sappen. Sabbern Mantaro. Mantaro ist wahrscheinlich im Team Sauergurke. Also sauer. Marco ist Team Scharf. Chili und Muri ist im Team Süß. Go, Team Süß. Das wahre Sauerteam gibt euch diesmal was Saures. Und das war's erstmal. Jetzt vergesst nicht abzustimmen. Und das Splatfest gibt's natürlich im Anpassungsmodus. Ja. Ja, solange die hier reden und die momentanen Kampfarenen ansagen. Es steht wieder ein Splatfest an und ich würde auch dieses Jahr liebend gern das live für euch zeigen, aber leider habe ich auch in diesem Jahr die technischen Möglichkeiten noch nicht, aber ich arbeite daran. Ansonsten mache ich es auf die altmodische Tour. Ich werde einfach alles aufzeichnen und dann einfach die Aufzeichnungen euch zeigen. Meine größten Niederlagen, meine größten Siege. Wie auch immer. Jetzt gehen wir gleich mal rein. Und, nein, wir gehen noch nicht rein. Wir suchen ein Team aus, weil... Ja, also Team Süß würde mir wegen der Farbe gut gefallen. Team Sauer, ja, um mal ein paar Leute sauer zu machen. Aber ich bin diesmal im Team Scharf. Lieber wild als mild. Denn wer liebt's nicht... Currywurst oder auch mal scharfes Wettessen mit Chili con Carne. So, ich will das Splatfest Shirt. Halt, Moment. Das kriege ich hier im Anpassungsmodus natürlich. Und es sieht super gut aus mit dieser großen Chili-Schote. Ja, wenn man eine Abstammung aus einem Land wie Ungarn zum Beispiel hat, ist das natürlich der große Wahlspruch, ich habe Paprika im Blut. So, nach langer Zeit, das erste Foto im neuen Jahr, ich muss ein Foto machen. Ich weiß nicht, ob das Outfit, das ich habe,
spieltechnisch überhaupt von Vorteil ist, aber es gefällt mir vom Aussehen her einfach gut. Also Stirnband, ja, ich will, dass man meine Tentakelhaare sieht und ich bin ganz ehrlich, ich will auch, dass man die Füße sieht, deswegen habe ich diese Flipflops sind nicht, sind das solche japanischen Sandalen, glaube ich, da ist die Sohle ein bisschen höher, na egal. Ich will euch jetzt nicht mit Fußbekleidungstechnik langweilen, ja, das ist ein bisschen langweilig. Noch habe ich blaue Farbe und solange ich warten kann, das ist übrigens das, was mir so gut an Splatoon 3 gefällt. In der Wartezeit kann man hier schön mit Farbe rumsplätten und sich die Wartezeit damit ein bisschen verkürzen. Und wir gehen ins erste Match. Wir spielen 3 Spiele, würde ich sagen. Und dann können wir... Ihr könnt ja mal Stopp drücken und dann in die Kommentare reinschreiben, wie viele Spiele gewinne ich, wie viele Spiele verliere ich. Ja. Und los geht's. Ja, im ersten Jahr. Das erste Spiel im neuen Jahr. Und gleich mal hier mit dem Cool starten. Ich begrüße meine Zuschauer. Ja, meine Zuschauer auch. Aber meine Mitspieler sehr gern mit einem Cool, weil das Spiel soll immer noch gute Laune machen. Und nicht für Wutanfälle oder für Depressionen sorgen. Ja, dafür ist ein Spiel nicht da. Gut, es gibt bestimmt auch Spiele, wo für Wutanfälle und Depressionen sorgen. Aber wir sind hier nicht bei Viva, sondern wir sind bei FIFA, nicht Viva. Viva war ein Musiksender. Gibt es den überhaupt noch? Ah, ist auch wurscht. Sondern wir sind hier bei Splatoon, dem besten Spiel auf der Welt. Und muss ich jetzt... Ich liebe einfach diesen Hai, Hammerhai. Aber gegen den Krabbenpanzer komme ich nicht an. Ich habe übrigens herausgefunden, wie man den besiegen kann. Es geht nicht um den Panzer selber, es geht um den Fahrer selber, aber um den Pilot selber, aber das wisst ihr bestimmt schon. Ich werde vom Krabbenpanzer immer runtergeschossen, wenn ich ihn fahre. Deswegen, ich bin jetzt beim guten alten Haihammer. Haihammer? Ah, ist auch egal. Und ich ballere hier gerade die grünen Gegner so weg wie nix. Ja, das ist ja gar kein Problem für mich. Kip ist ein alter Experte, aber hier hat mich jetzt... Was hat mich erwischt? Ein Torpedo hat mich erwischt. Ich habe gestern auf dem Disney Channel... Ja, ich habe mal Fernsehen geguckt und ich habe Disney nicht auf Disney Plus, sondern auf dem Fernsehen geguckt. Ihr wisst schon, diese viereckigen Kästen, die im Wohnzimmer rumstehen, ja. Also für die Leute, die wo irgendwie nur noch Twitch und YouTube gucken oder Netflix oder so, die erinnern sich vielleicht daran noch... Und da habe ich tatsächlich Fernsehwerbung gesehen zu Splatoon 3. Und da haben die so irgendwie mit echter Farbe, es war bestimmt auch computeranimiert, aber es hat furchtbar echt ausgesehen, da rumgesplattet. Das war richtig cool. Das war das erste Mal, wo ich wirklich Fernsehwerbung zu Splatoon gesehen habe. Nintendo-Werbung kennt man ja, aber Splatoon-Werbung habe ich, glaube ich, so richtig im Fernsehen noch nie gesehen. Liegt aber daran, dass das Fernsehen so oft das nicht bringt, sondern weil ich so selten jetzt Fernsehen gucke. Das hat nicht nur damit zu tun, diese Diskussion, ja, YouTube und Twitch und so weiter, das ist viel besser wie Fernsehen und Fernsehen kann ruhig untergehen, das ist es nicht, das ist einfach die Zeit. Klingt wie eine komische Ausrede, aber ich investiere momentan mehr Zeit in meine Projekte, die außerhalb vom Fernsehen gucken, stehen. So. 5, 4, 3, 2, 1. Und das war's. Jawohl, und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen mit den mit den Origin Splatoon Farben haben wir mit über 50% haushoch gewonnen. Wunderbar. Der erste Sieg geht schon mal an Kip, also an mein Team. Also, ich habe ja nicht alleine gewonnen. Jetzt gucken wir auf den Punktestand. Wie sieht's aus? Ja, wir haben sogar die Stufe erhöht. Sehr gut. Und einen neuen Effekt. Ja, das ist das Splatfest Shirt. Das kann man jetzt schon hochhasseln. Und, wunderbar, und wir warten auf die nächste Runde und der Kampf beginnt. Jetzt habe ich vergessen, was ich vorhin noch sagen wollte. Ah ja, Zeit investieren für diverse Projekte.
ja, es ist einfach eine Zeitfrage, ob man noch Fernsehen guckt oder was man dann in seiner Freizeit macht. Momentan ist das Einzige, was ich wirklich, wirklich richtig im Fernsehen gucke, sind Sendungen wie Rosins Restaurants, bitte nicht lachen, oder Schläferz oder generell alles, was wo Oliver Kalkofe eine Rolle mitspielt. Das ist eigentlich immer sehenswert, wobei man alles auch jetzt auf YouTube oder im Internet bekommt. Aber das good old school Fernsehen gucken, das ist immer noch das Beste. Ich habe jetzt gestern an Silvester Batsch und Sambia hat mich weggesplattet. Sambia, das klingt irgendwie nach Afrika. Sambia. Habe ich zum ersten Mal wieder richtig Fernsehen geguckt und deswegen auch den Disney Channel, weil da habe ich Gravity Falls geguckt. Das waren übrigens die finalen Folgen, wo dieses gelbe Dreieck die Weltherrschaft wollte. Und auch einige Folgen von Big City Greens. Ich bin ja ein Fan von so Comedy-Cartoons, die aber noch halbwegs für Kinder sind. Also Rick und Morty zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht so geguckt. Vielleicht werde ich mir das mal genauer geben, der Serie mal eine Chance geben. Aber jetzt so Gravity Falls oder Big City Greens, sind eben so momentan die Serien, die ich gerne gucke. Oder was heißt gerne gucke? Also Big City Greens habe ich schon ein paar Folgen mehr geguckt, aber von Gravity Falls noch nicht so. So, wir haben 8 Punkte. Das muss schleunigst geändert werden. Das große Ziel in jedem Match immer, die 1000 Punkte zu erreichen, ist nicht immer einfach oder nicht immer zu machen. Aber wie gesagt, die Anzahl der eigenen Punkte hat nichts damit zu tun, ob ein Match gewonnen wird oder nicht, sondern es ist ja immer die Gesamtpunktzahl oder Gesamtfärbezahl, die sich zum Glück nicht verringert, wenn der Gegner wieder etwas wegnimmt. So, jetzt habe ich einen kleinen Leck, aber es geht wieder weiter. Mit Gelb schieße ich auch unglaublich gerne. Also gelbe Tentakelhaare gefallen mir auch ziemlich gut. Gelbe Tentakelhaare hat übrigens auch der Emperor, oder wie er heißt, aus den Splatoon-Mangas. Hey, das ist es. Ich habe die Mangas schon völlig aus den Augen verloren. Die Splatoon-Mangas, denen muss ich mich mal wieder kümmern. Wenn ihr wollt, kann ich auch darüber gerne mal ein Video machen, über die Mangas oder überhaupt, was ich an Splatoon-Stuff und Merch so hier habe. Oh, zwei. Ja, der Linus hat auch dran glauben müssen. 0972, Linus 0972 und 4321. Bam, das war's. Jawohl. Oh, ziemlich coole Posen. Die Posen kommen übrigens immer darauf an, welche Waffe das man hat. Aber das war bei Splatoon 2, glaube ich, so. Was bei Splatoon 1 auch so ist, weiß ich nicht. Also, 2-0 für Kip. Ich würde jetzt am liebsten so mein Inkling so lassen, weil mit Gelb, sieht richtig gut aus. Aber wir spielen natürlich noch eine Runde, wenn die Steuerung mitmacht. Ja, bei Fortsetzen bitte. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon Beenden gedrückt habe, weil die Steuerung nicht richtig funktioniert hat. Ah, jetzt sehen wir jetzt auch. Die gegnerische Mannschaft, da war einer schon disconnected, also jedenfalls 0 Punkte. Deswegen trotzdem fast gewonnen hat die gegnerische Mannschaft. Das ist eine ordentliche Leistung. Nicht schlecht, Sambia mit 1200 irgendwas Punkten. Man kriegt gar nicht mehr angezeigt, auf welcher Stufe die Gegner sind. Das fällt mir gerade auf. Oder habe ich da was übersehen? Und es geht weiter. Dritte und letzte Runde in diesem Video, in diesem Video. Und zwar Blau gegen Orange, also Orangensaft gegen Fensterputzmittel. Ja, das ist ein kleiner Insider. Wenn jetzt derjenige, der dieses Wortspiel ins Leben gerufen hat, vielleicht gerade zuguckt, Grüße gehen raus an die Förwester-Bekanntschaft. Ein alter Splatoon
Bro. Grüße gehen raus. Und wenn wir Splatfest spielen, dann ist es natürlich, ist die Farbe natürlich rot für die rote, für die scharfe Chili-Schote. Ich glaube, ich habe das beim letzten Splatfest auch schon angemerkt. Ich glaube, es gibt keine Wandelzonen mehr. Also Zonen, die oder Maps, die wirklich nur am Splatfest oder an diesem betreffenden Splatfest zu spielen sind und eine besondere Funktion haben. Jedenfalls habe ich da keine entdeckt. Und ich glaube, es gibt auch keine. Ist das eine neue Regel? Ist das neu irgendwie? Und wieder weggesplattet. Oh, unser Team ist in Gefahr. Das sieht momentan nicht gut aus, aber das Blatt kann sich ja noch wenden. Ist jetzt was, wenn das jetzt wirklich Absicht ist und neu ist, also dann ist das, finde ich, nicht so gut, weil die Wandelzonen, die waren jedenfalls für mich, abgesehen natürlich vom Thema und vom Splatfest-Shirt, so die halbe Miete, wie man so schön sagt. Also, das ist so wie, man hat Wetten, Dass geguckt wegen den Promis, ist auch Splatfest, ist auch irgendwie die Wandelzone, weil das sind halt dann Maps, die man dann halt nicht mehr spielen kann, es sei denn, man macht so Privat-Battles, dann geht das noch, aber dann spielt man auch, glaube ich, öfters, also mir geht es jedenfalls, oder länger, mir geht es jedenfalls so, wobei ich natürlich gerne das nächste Wochenende, also ein Splatfest-Wochenende ist so ein Wochenende, mal wieder richtig durchzocken würde. Würde ich gerne machen. Ja, kann man jemand, der gerade eine Booyah-Bomb macht, abschießen? Ich glaube nicht, Kip. Ja, Sambia hat's drauf. Sambia, der Name gefällt mir irgendwie. Also Sambia, wenn du das siehst, if you watch this video, keine Ahnung, ob du Deutsch oder Englisch kannst, oder keine Ahnung, please like and subscribe this channel. It's the best channel in the world. aber ich glaube, wir verlieren gerade. Na, ist klar, der Gegner hat Blau. Und Blau ist auch eine starke Farbe. Wobei, Orange ist auch eine starke Farbe. Habe ich mal gehört, im Spirituellen irgendwie hat Orange auch eine Bedeutung. Deswegen auch der Orange Table. Grüße gehen raus an Herrn Horny. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, zum Schluss nochmal den High Hammer. Aber das war's. Und ich glaube, ja, ein verdienter Sieg für das Gegnerteam. Finde ich übrigens auch nicht schlecht, dass sie jetzt immer nur das Siegerteam einblenden und nicht das Verliererteam, wenn sich das ärgert. Das war's. 2 von 3 Battles gewonnen. Ja, damit, da kann man doch nicht meckern. Auf jeden Fall nochmal Stufe erhöht. Ja, da kann man doch wirklich nicht meckern. So Leute, das war's für heute. Es hat mich gefreut. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch Splatoon gefällt oder wenn euch Science Fiction und Action Games gefallen, dann gebt diesem Kanal gerne einen Daumen nach oben und abonniert die Videos. Umgekehrt natürlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, entweder in einem anderen Spiel oder in einem, nee, oder spätestens dann beim Splatoon Splatfest. Es hat mich gefreut. Bis dann, macht's gut und tschüss. Kip Supernova, over and out.